Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang. Hier ist ein eitriger Krötenschemel irgendwo. Vedala, den kannst du mal einsammeln. Das hat sogar geklappt. Sehr schön. So, okay. Dann gehen wir mal wieder in den Hesinde-Tempel. Jetzt die Queste für den Irren Geist von Moorbrück abschließen. Und dann haben wir ja noch sehr viel zu tun. So, da ist das Orakel. Und Dorion. Willkommen zurück. Ich traf Rakorium vorhin auf dem Weg zu eurem Haus. Und er erzählte mir von eurem Erfolg in Moorbrück. Damit habt ihr die erste Prüfung des Orakels erfüllt. Tretet vor die Stimme des Orakels, damit sie euch das nächste Rätsel offenbaren kann. Gut. Ich bin bereit. Lasst uns beginnen. Die erste Queste wurde erfolgreich bestanden. Und dies sei die zweite der drei Prüfungen. Wo der Berge Antlitz einst in Rot getaucht, wo das Dunkel waltet in der falschen Sonne scheint, hausen des alten Wiener voll des hohen Mutes. Mit der Schlangenfrau geraubtem Wissen lassen sie des jungen Wahn gedeihen. Errettet werden muss dies alte Wissen, um zurückzukehren an seinen angestammten Platz. Unrag Garum. Unrag Ignia. Nun denn, das zweite Rätsel ist ausgesprochen. Seid ihr bereit für eure Aufgabe? Dieser Rätselspruch des Orakels könnte mir aber meist bei dessen Bedeutung behilflich sein. Das Orakel sprach von gestohlenem Wissen der Schlangenfrau. Die Schlangenfrau, hier kann es sich bei meinem Dafürhalten nur um die ehrwürdige Hesinde selbst handeln. Welches Wissen gemeint sein soll, da bin ich auch überfragt. Wo der Berge Antlitz einst in Rot getaucht. Dazu fällt mir eigentlich nur ein Ort im Kosch ein, die Festung zu Blutberge. Sie liegen in einer bergigen Region des Dunkelwaldes. Ihren Namen verdanken sie wohl den vielen blutigen Schlachten um den Felsen, auf dem sie einst errichtet wurde. Ironischerweise scheint die Gegend dank des kürzlich ausgerufenen Sonnenzuges ihrem Namen abermals alle Ehre zu machen. Was für ein Sonnenzug meint ihr, ehrwürdiger Dorion? Habt ihr es denn noch nicht gehört? Großinquisitor Davania hat alle Prioten, die er finden konnte, in den Dunkelfrost zu Blutberge geführt. Angeblich richtet sich sein jüngster Sonnenzug gegen eine frevelhafte Hexenschar, die dort hausen soll. Hexen? Ich verstehe nicht. Hat er nicht genug damit zu tun, den flüchtigen Kastan Wagnitz zu ergreifen? Verstehen vermag ich das Ganze auch nicht so recht. Es hieß, die Hexen hätten Wagnitz mit Hilfe schwärzester Magie zu diesem finsteren Mordritual gezwungen. Als Christinquisitor habe er die Pflicht, gerechte Sühne und das Licht der Erläuterung in den Dunkelfrost zu tragen. Ich werde der Sache wohl selbst auf den Grund gehen müssen. Hab Dank, Ehrwürdiger. Möge Hesinde eure Weisheit stärken, auf dass ihr das Mysterium, das gestohlene Wissen der Schlangenfrau ergründen werdet. Also erstmal geschlossen haben wir der Wirre Geist von Moorbrück. Der Wirre Geist von Moorbrück ist gefunden und damit die erste Drachenqueste erfüllt. Aber das Orakel hält noch weitere Aufgaben für die auserwählten Helden bereit, die es zu erfüllen gibt. Ich habe Dorian die gute Nachricht überbracht im Hesinde-Tempel. So, gestohlenes Wissen. Vor langer Zeit wurde das Buch der Schlangen aus dem Ferdocker Hesinde-Tempel gestohlen. Den Aussagen des Orakels zufolge muss es vor kurzem in der alten Ruine im Dunkelfrost aufgetaucht sein. Das Buch muss gefunden und dann an seinen angestammten Platz zurückgebracht werden. Koste es, was es wolle. Denn solches enormes Wissen in den falschen Händen bedeutet nichts als wütes Unheil. Hole das Buch aus der Ruine. Das wagenumwobene Buch aus dem Hesinde-Tempel muss sich irgendwo in der alten Burgruine befinden.
Aber irgendetwas sagt mir, dass ich dort nicht einfach leichten Fußes hereinspazieren sollte. Ich werde mich besser zuvor ein wenig kundig machen, aber dann soll mir nichts mehr im Wege stehen. Das Buch muss gefunden werden. Ja, wir marschieren jetzt aber nicht direkt in den Dunkelfrost. Allein schon, weil wir Quests hier offen haben, weil wir neue Quests hier kriegen werden, die uns auch zu den Blutbergen führen werden. Höchstwahrscheinlich. So, Städter, Städterinnen. Hamok geistert auch immer noch hier rum. Will uns aber nichts mehr sagen. So, jetzt sollten wir mal gucken. Ja, ich würde gern was lernen. Beziehungsweise du würdest gerne was lernen. Es war klar, sie hat kein Clarum Purum. Alles klar. Sie hat aber einen Armatrutz. Den könnten wir auf jeden Fall lernen. Gut, dann helfen wirklich nur die Lehrmeister der Grafenstadt eigentlich. Oh, da sehe ich gleich schon wieder. Ist dir was passiert? Oh! Ach du liebes bisschen. Kobold, rühr dich bloß nicht. Das sieht nicht gut aus. Halb so schlimm, es geht schon. Ist ja nicht das erste Mal. Mach keine Witze. Du bleibst so liegen, Hogold. Nein, mir fehlt nichts, Brunelde. Still, der Heiler muss sich das sofort ansehen. Hogold, rühr dich bloß. Hey, ihr da! Zur Hilfe! Kommt schnell! Was ist denn passiert? Seewusch und Uloboschierte sind passiert. Was, wovon redet ihr? Na, von diesen zerstreuten Zwergenarchitekten. Ich verstehe nicht. Sie haben das Haus hier gebaut. Mein Mann ist dort oben vor der Türschwelle gestürzt. Oh, Jemini, was für ein Unglück. Da könnte ein Geländer nicht fehlen. Ihr müsst ihm helfen. Er kann sich nicht mehr rühren. Ach, mir geht es doch gut. Ist doch nicht das erste Mal. Spar dir die Witze, Herr Hugold. Du bleibst schön ruhig liegen, bis Hilfe da ist. Weshalb, wenn er doch sagt, dass es ihm gut geht? Nein, nein, nein. Durch die vielen Stürze spürt er bloß die Schmerzen nicht mehr. Ich sag's euch. Ihr müsst den Heiler holen, damit der Hugold vor dem Schlimmsten bewahrt. Wenn ohne Meinung einfach aufsteht, muss er am Ende doch sterben. Ich flehe euch an. Bitte holt den Heiler. Ich bleibe so lange bei meinem armen Hugold. Ich verstehe, ich wusste nicht, dass es so ernst ist. Ich mache mich gleich auf den Weg. Wo finde ich den Heiler? Ihr übertreibt doch maßlos, aber man geht es besser als euch, wie mir scheint. Wenn ihr entschuldigt, ich muss weiter. Wo finde ich den Heiler? Ihr findet ihn sicher in der Grafenstadt am Pereiteppe. So eilt euch, bevor es zu spät ist. Okay, Grafenstadt. Also ja, wir gehen, klappern hier mal alle Viertel ab, um zu sehen, ob wir irgendwelche neuen Questgeber finden. Ja, was kannst du bei uns beibringen? Ja, Rüstungsgewöhnung und Schildkampf 1 haben wir. Ich würde mal sagen, für mich den defensiven Kampf, bitte. Und für Forgrim den offensiven Kampf. So. Das besorgte Mütterchen. Ein alter Mann ist von der Terrasse eines hochgelegenen Hauses gestürzt und jetzt bangt seine Frau um sein Leben. Sie bat mich dringend, den Heiler zu holen. Ich sollte mich beeilen. Hole den Heiler. Der Heiler hat seinen Stand am Perein-Tempel aufgeschlagen. Er sollte leicht zu erkennen sein. Mal sehen, ob er tatsächlich ein Wundermittelchen für den armen Mann im Angebot hat. So, jetzt können wir ja den offensiven und defensiven Kampfstil uns hier reinziehen. Irgendwas hat er ja gemacht. Ah ja, Ausdauerkosten pro Parade. Bei Forgrim war das, soweit ich weiß, Attacke plus 2. Also ja, das benutzen wir dann nur, wenn es nötig ist.
sieht es eigentlich mit unserer Ausdauer so aus? Hm. Für mich vielleicht wenigstens noch den Einser. Da geht es in die Grafenstadt. Städter, Städter. Ugdan Hafen. Hier sind eigentlich auch nur Städter. In Ardos Haus gehe ich auch gleich wieder. Dass wir erstens das ganze Zeug wegpacken können, was Gwendala bei sich rumträgt. Wir brauchen nämlich jetzt gerade keine Pfeile und Bolzen mehr. Was ich aber machen muss, ist nochmal herausfinden, in welcher Taverne. Ups, falsch. Speckstein nochmal hockt, aber ich glaube, Speckstein war der im Fuhrmannsheim. Also gut, hier geht's zur Grafenstadt. Ach ja, ich wollte erst in unser Anwesen. Erstmal das Zeug verstauen, was Gwendala hat. Dann Pfeilspitzen, Bolzen, Gänsefedern, Holzleim, noch mehr Holzleim. Und das Ulmenholz können erstmal weg. Ja. Und der eitrige Krötenschäbel, der kommt nicht hier rein, sondern hier rein. Ja. So, dann gucken wir mal kurz zum Schmieden. Eisenschildes. Zwei Lederbänder, eine Kohle, Eibenholz. Eibenholz wird nicht reichen. Nein, ein Eibenholz zu wenig, können wir aber kaufen, ist kein Problem. Kohle, Lederbänder. Also koscher Stahl, Blattgold, drei Stück. Blattgold haben wir mehr als genug. Koscher Stahl, Kohle. Lederbänder. So, was fehlt noch? Ich könnte Dietrich herstellen. Haben wir alles. 2, 1, 3. Okay. Zwei. Eins. Drei. So, das heißt, die Sachen kann ich wieder wegpacken. Die Lederbänder. Das Blattgold und die Kohle. Lass das mal Vorgrim machen. Sprich, Freund. So, und damit geht's jetzt dann ja, ich will in die Grafenstadt, bitte. Halte ich's
nicht mehr aus. Bleibt bloß die Ablösung. Preyas sei Dank. Was ist denn mit euch los? Ihr seid doch Breno. Es ist mir wirklich peinlich, aber ich müsste ganz dringend austreten. Meine Ablösung ist noch nicht hier. Dabei halte ich es bald nicht mehr aus. Könnt ihr nicht kurz meinen Posten übernehmen für jemanden, der die Morde aufgelöst hat? Das ist doch ein Kinderspiel. Ich bitte euch. Ich beeile mich auch. Dann mach schnell, ich übernehme euren Posten so lange. Oh, ich danke euch. Ihr werdet sicherlich viel zu tun haben. Passt einfach nur auf, dass keine zwielichtigen Gestalten in die Stadt gelangen. Zurzeit suchen wir einen betrügerischen Langfinger, der sich als Handwerker ausgibt, um so in die Häuser reicher Leute zu gelangen. Man erkennt ihn an seinem markanten Schnurrbart. Der Bursche wird dringend gesucht. Als nächstes hätten wir die Füchsin. Sie hat blaue Augen und feuerrote Haare, denen sie wohl ihren Spitznamen verdankt. Ihr dürft sie auf keinen Fall in die Stadt lassen. Sie ist eine gewiefte Falschspielerin.